Guten Morgen. Freitag ist, aufgestanden bin ich. Ich stehe jetzt hier im Autohof Braunschweig-Watenbüttel und fahre jetzt Richtung Emden. Vorher werde ich aber noch waschen fahren. Und dann, naja, komme ich wieder erst Samstag heim. Aber es sind wir ja langsam gewöhnt. Also dann wollen wir mal gucken, ob in der Waschanlage Platz ist, damit das Auto mal wieder nass wird. Sauber. Nass war's ja. So, jetzt glänzt mein Dicker wieder. Jetzt geht's auf nach Emden. Baustelle über Baustelle, eine nach der anderen. Ist jetzt hier auf der A7. Rechts machen sie die Fahrbahn neu. Es wird sich noch einige Zeit hinziehen und wenn sie dann hier rechts fertig sind, werden sie wahrscheinlich hier links die Fahrbahn machen. Hier sind sie ständig am Basteln an der A7. Dann haben wir noch die Baustelle auf der A1. Dann habe ich noch eine Baustelle auf der A28. Also wir haben schon noch einiges vor uns hier an Baustellen. So, na, ich denke so um 11 Uhr bin ich oben in Emden. Mal sehen, wie das klappt mit dem Abladen. Da darf ich ja nicht gleich reinfahren, da muss ich mich ja vorne beim Wachschutz melden und dann rufen die erstmal an, ob ich kommen darf. Weil da sind mehrere, die anliefern und wenn dann gerade einer hinten steht, muss man halt warten. Nützt ja alles nicht. Wenn bis Osten nichts ist, fahre ich weiter und wenn vor Osten staut, fahre ich Osten runter. Sehr schön sogar. Aber das kann sich von Minute zu Minute ändern hier. Du kannst 10 Minuten vorher durch sein und es ist gerollt. Und der nächste, der kommt, der steht. Aber das kann einem ja überall so passieren. Ja, bloß irgendwo scheppern und schon stehst du. Ach, hier bauen sie die Brücke. Baustelle ohne Wesentlichen. Ha! Was will ich mehr? Leute, schaut mal, es rollt. Und wie es rollt. Besser kann es gar nicht rollen. Drüben steht's. Nee,
es rollt auch, aber halt dicht, dicht an dicht. Aber hier rollt es einwandfrei noch. Ich will es mal nicht beschreien. Mia hat doch meine Rechnung hingehauen. Um und bei 4 Stunden nach Emden von Braunschweig aus. Mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. Ich hoffe, dass das recht zügig geht, das Upladen. Ist ja nur Upladen. Und dann geht's nach Bremen, Leergutladen für Lauf. Mit den Temperaturen geht's inzwischen wieder, sind bloß 26 Grad. Die letzten 2 Tage waren ja über 30, weil ich ja hier drinnen davon nichts merke. Meine Klimaanlage funktioniert ja bestens und meine Standklimaanlage auch. So, kommt mal in die Gänge hier. Erstmal hier reinstellen, schön. Und anmelden gehen. So, heute habe ich kein Ticket. Die haben mich so reingelassen. Ich hoffe ja, dass sie mich auch so wieder rauslassen. Gucken, ob die Schranke aufgeht. Die Schranke geht auf und ich darf raus. Jetzt geht es erstmal nach Bremen. Die Paletten abgeben. Und dann geht es nach Hemelingen. Laden für Lauf. Und dann ist Feierabend. Für heute. So, nun bin ich ja inzwischen schon auf der B75. Ich will ja ins GVZ hinter die Paletten abgeben. Und es lief eigentlich bis hierher ganz gut. Bei Zwischenan oben bei der Baustelle war ein bisschen Stau, aber ist ja normal, also nicht schlimm. Und jetzt staut es hier natürlich auch ein bisschen, aber das ist auch normal um die Zeit. Das hebt mich jetzt hier auch nicht ab. Ich hoffe nur, dass es dann auf der Autobahn zügig geht, dass da nichts ist. Und dann fahre ich ja bloß noch rüber nach Hemelingen, lade und dann ist Feierabend. Guckt euch mal das schöne gelbe Auto an hier unten. Ein Rechtslenker. Ein englischer Rechtslenker. Was auch immer für eins. Macht Spaß, von hier oben in die Autos runter zu gucken im Stau. Jetzt sieht man, was die Leute so in ihren Autos rumliegen haben. Und wie sie auf dem Beifahrersitz mit dem Handy spielen. Ne? Fährst du rein oder fährst du rein? So, hier kommt es jetzt irgendwo 34, 32, 30. Hier vorne will ich rein.
hat er mich reingewunken, der Gute. Das war ja nett. Nein, ich möchte mir die Nachricht jetzt nicht vorlesen lassen. So. Ach. So, bin ich da. Melde ich mich an. Also, bis gleich, meine lieben Freunde. So, meine Gutsten, jetzt geht's vorwärts. Nach Hemelingen. Gutladen in Hemelingen bei Mercedes. Das war jetzt ein guter und wichtiger Anruf. Das war nämlich die Werkstatt meines Vertrauens und die haben mir mitgeteilt, das Wohnmobil ist wieder in Ordnung. Bei uns war ja der Kugelkopf vom Gasbadezug kaputt gegangen. Und da musste der ganz dringend in die Werkstatt. Ja. Und es ist wieder ganz, haben sie gesagt. Wir können es morgen holen. Da wird sich die Lilly freuen. Ha, 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 ha. Und ich freue mich auch. Ha, 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 ha. Jetzt dreht er durch, ne? Ja, genau. Also werde ich doch erstmal der lieben Lilly eine SMS schicken, dass das Wohnmobil fertig ist, dass sie sich freuen kann. Stelle ich mich hierher. Nützt ja alles nicht. So. Bleibe ich halt so stehen. Also bis gleich. Ich gehe mich anmelden. So, Faxensatz reicht für heute. Jetzt ist hier Schlussfeierabend, aus die Maus. Das waren drei Dinge auf einmal. Schlussfeierabend, aus die Maus. Also morgen früh um 5 geht es hier weiter. Das heißt, ich bin Samstagmittag wieder zu Hause. Schlecht für mich, weil ich erst Samstag zu Hause bin. Gut für euch, weil es noch ein Video gibt. Ich will die sehen. Also wisst ihr Bescheid, ne? Dann bis morgen früh. Staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen ab. Tschüss.